Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Sammelkartenspiel Online mit Chibi Let's Play. Und wir spielen nun ein weiteres Mal die Trainer-Herausforderungen. Auch wenn jetzt leider wieder zwei Sachen verpasst wurden. Ich habe Ellie und Grayson herausgefordert und auch besiegt. Nur leider hat das Aufnahmeprogramm das wieder nicht aufgenommen. Das ist ein bisschen schade drum. Andererseits, ich habe auch sehr lange dran gesessen. Der Part ging so ungefähr 40 Minuten. Und ich dachte mir, nein, so lang möchte ich die Parts in Zukunft nicht mehr machen. Darum werden wir jetzt gegen Yuji kämpfen. Mit, was nehmen wir denn? Wir nehmen am besten das Feuerdeck, würde ich sagen. Und ich werde es dann wahrscheinlich so machen, sollte ich den Gegner nicht sofort innerhalb von 2 Minuten besiegt haben, wird es dann wirklich nur einen Kampf pro Part geben. Dann werden es halt notfalls mehr Parts, aber ich möchte ungern so extrem lange haben. Ich denke mal, das könnt ihr auch ganz gut nachvollziehen. Ne? Ihr wollt ja auch keine ganze Stunde mir hier beim Rumspinnen zusehen und hören. Dafür kann ich sagen, dass ich ein kleines bisschen jetzt in der Materie drin bin. Ich habe schon versucht, mein eigenes Deck zusammenzubasteln. Ich konnte mich aber echt nicht entscheiden, welche Karten genau drin sind. Deswegen wollte ich das Deck lieber erstmal noch nicht zeigen. Er sind die doof. Aber hey. Ich würde sagen, dann kriegst du trotzdem erstmal eine Feuerenergie. Schaden erhöht sich. Das ist schon ziemlich bitter. Er hat nur Kampf-Pokémon, deswegen. Ja. Wir gucken mal, was wir hier eigentlich als Preiskarten haben. Jede Menge Energie und ein Ponyta. Okay. Gut. Linfu und Vitora. Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Ja. Ruhig etwas übertreiben, ne? Dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal Ponyta. Ich muss gestehen, ich war früher kein Fan von Ponyta. Erst als ich mal Pokémon Diamant gespielt habe, wusste ich, beziehungsweise habe ich gelernt, es zu schätzen. Weil es mein einziges gutes, starkes Feuer-Pokémon war und deswegen auch sehr lange im Team blieb. Ich glaube sogar bis zum Ende. Beziehungsweise bis zu dem Moment, an dem man legendäre Pokémon trifft. Da erst habe ich so langsam wirklich Gefallen an Ponyta und Galoppa gefunden. Nee, die ist aber zurecht, würde ich sagen. Lege deine Handkarten auf deinen Ablage. Ah, ja, gut, machen wir das mal. So. Na, Kani-Karte! Ja! Sehr schön. Und wir holen uns erstmal Energie aus der Ablage wieder. Also hier finde ich Galoppa auch sehr gut. Wie viel hast du? 60. Okay. Schon mal vorsorgen hier, ne?
Na okay, die Feuerenergie wird natürlich verbrannt im wahrsten Sinne. Die ist dann weg. Muss ich erst wieder aus der Ablage rausholen. Aber trotz alledem, 70 Schaden zu verursachen, ist schon ordentlich. Okay. Ja gut, dann wird das schon irgendwie hinhauen. Der Löwenanteil ist quasi schon da. So. Okay, werfen wir mal. Ja, das wird auf jeden Fall reichen. Machen wir weiter so. Ich. Ponita räumt einfach auf. Das ist genial. Ich wollte eigentlich schon zu Akani wechseln, aber ich glaube, das war die erstmal noch drauf. Ich finde die Attacke Plumps irgendwie immer noch sehr interessant von Akani. Plumps. Ist das, hätte ich bei irgendeinem klopsigen Pokémon noch verstanden wie Newrop oder so. Aber dann nicht bei so einem majestätischen Pokémon wie Akani Plumps. Ja. Tauschen wir mal aus. Ich möchte ja Galoppa auch behalten. Ne? Jetzt kein Risiko eingehen. Hat am Anfang schon gereicht mit Mauzi. So. Das ist auch erledigt. Nächste Feuerenergie. Und dann warten wir noch. Wir warten, wir warten. Jetzt sind wir im Zug. Und dann heizen wir den Gegner erstmal richtig ein. Sehr schön. Okay, ich merke gerade, ja, es waren jetzt so ungefähr 8 Minuten. Yay, Snubbelicat. Sehr gut. Vorhin haben wir übrigens die Flamara-Karte für dieses Deck bekommen. Bei anderen weiß ich schon gar nicht mehr. Kendalls. Ja gut, dann nehmen wir wieder das Feuerdeck, würde ich sagen. Ich hoffe, dass der Kampf dann auch wirklich schnell geht. Gut. Oh. Wir haben Relaxo. Wir haben Snubbelicat und wir haben Galoppo. Ich muss leider Relaxo erstmal nach vorne packen. Das ist genialerweise ein Basis-Pokémon, obwohl es ja streng genommen weiterentwickelt ist. Jo. Electric. Was hast du denn da? Oh, ich mag Pachirisu. Ist voll süß. Ja, in sowas bin ich übrigens sehr anstrengend. ja. Wir werden natürlich unsere Relaxo füttern. Na, schade. Wie viel Rückzug brauchst du? Oh, 4. Gut, die Speckschicht hilft. Nennt man das Speckschicht hier? Fülliger Körper. Auf jeden Fall werden die Schäden auf 30 reduziert. Das ist schon mal ganz gut. Hier haben wir Snubbelicats Kind namens Mauzi. Sehr gut, dann kriegen wir vielleicht auch gleich eine Entwicklung hin. Schauen wir mal. Diesmal muss ich mich in Geduld üben. Schwäche. Okay.
Ich kann es nicht zurückziehen, ist das Problem. Ich spiele erstmal weiter so. Ich werde ja wahrscheinlich hoffentlich gleich angreifen können. Okay. Muss ich nicht ganz verstehen, oder? Schaden gesunken. Levelball. 90 KP. Gucken wir mal. Flamara! Ja, dich haben wir jetzt neu bekommen. Tauros sieht auch interessant aus. Nehm Flamara, du hast ja KP 90 oder weniger. Jetzt wollen wir natürlich nur noch ein Evoli. Panita wäre auch nicht schlecht so nebenbei. Ja, ich kann nichts machen. Wir sind fertig. Ich habe fertig. Machen wir das mal so. Schade, ich habe echt gehofft, wir würden eine Energiekarte bekommen, aber ja, wie ihr sehen könnt, man sollte nicht alles auf eine Karte spielen. Ah, okay. Oder vielleicht doch. Ich will eine Münze. Okay. Yay. Ich meine, Relaxo geht's gerade echt nicht gut, aber wenn er reinhaut, haut er rein. Entschuldigung. Hat man das gehört? Ich musste immer grinsen, wenn ich sehe. So. Eine Unterstützerkarte. Oh, wir haben Professor Plantan. Ja, die ist zwar eigentlich auch interessant, aber dass man dann seine Handkarten auf den Ablagestapel werfen soll, finde ich echt nicht toll. Nee, echt nicht. Dann lieber hier Flordelis. Der zwingt den Gegner halt, seine Pokémon zu tauschen. Die Position finde ich dann etwas angenehmer. Falls das angreifende Pokémon einfach zu stark ist für meines. Okay. Erstmal greifen wir noch volle Kanne an. Dass einem die Karten manchmal wirklich so lange gezeigt werden. Ich meine, ist ja prinzipiell ganz okay, aber das Problem ist, ich habe das Spiel in einem Fenster. Und ja, die Karten werden jetzt nicht gerade in Originalgröße gezeigt. Die sind schon ziemlich klein, denn die Texte, nee. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, ja. Das ist nicht so ganz hilfreich, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt auch nicht gerade die besten Augen, dass ich es jetzt sagen kann. Boah, okay, das habe ich sofort gesehen. Kann ich sofort nachvollziehen, so ein Mist. So. Ja. Vor allem, wenn das immer dieselben Karten sind, die man ja eigentlich schon längst 30 Mal gesehen hat, aus seinem eigenen Deck. Naja, ist egal. Wir haben einen Ponita. Cool.
Das kriegt sofort was zu futtern. Und dann hauen wir wieder rein. Wunderbar, wunderbar. Wieder eine Karte mit Troy. Ist aber leider nicht Troy McClure aus den Simpsons. Der wird leider nicht mehr vorkommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in der wievielten Staffel er zuletzt gesehen wurde. Ich habe nur erfahren, dass er danach leider gestrichen werden musste, weil der Synchronsprecher, also der Originalsynchronsprecher im Amerikanischen, leider verstorben war. Und man wollte deswegen einfach keinen Ersatz auswählen. Ist eigentlich, finde ich, eine doch sehr lobenswerte Mentalität von den Machern der Simpsons. Zumal die sich ja auch alle untereinander kannten und auch miteinander befreundet waren. Ist nur halt schade um den Charakter von Troy McClure. Andererseits, ja. Ich kann mich erinnern, dass man bei den Simpsons eine komplette Folge mit Homers Mutter quasi gefühlt hatte. Einfach weil die Mutter vom Originalsynchronsprecher von Homer, also Dan Castellaneta, leider verstorben war. Dass man ihm so quasi ein bisschen mit der Trauer helfen wollte. Aber naja. So, ich bin komplett vom Thema weggekommen. Aber hey, wir haben jetzt die Larados-Karte. Sehr schön. Die wir schon die ganze Zeit auf dem Päckchen hatten. Wow, wirklich cool. Die erste Karte, die ich gespielt hatte, quasi das Relaxo, bis zum Ende durchgehalten. Wunderbar. Ja, so cool kann es gehen. Wenn man auch ein bisschen Glück hat. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt bei euch, meine Lieben. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben geben, kommentieren, abonnieren und bald wieder einschalten, wenn es dann weitergeht mit dem Kampf gegen Tyson. Bis dann und tschüss.